Mann Bey, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie und bedanke mich für die Einladung bei Elena. Aber ich möchte versuchen, meinen Vortrag in Englisch zu halten, obwohl mein Deutsch natürlich viel besser ist. I will give my lecture in English now, but my German is much better, so that I prefer to discuss in German later, if you want. The interdisciplinary investigations enlarge our knowledge at the archaeology dramatically in the last 20 years and added groundbreaking information to the archaeological data. We have seen yesterday about this. The archaeological finds and the results of the early 20th century are a new subject of the investigations now. Not only in Anatolia, but also in the neighbor regions. In this regard, the metal finds from the early Bronze Age royal tombs of Alajoic were analyzed and investigated within a pilot project supported by the Fritz Thyssen Foundation. 2 years ago, all of the metal finds in the Museum of Anatolian Civilization in Ankara were examined and semi-quantitatively analyzed with a portable XRF device in order to determine the way of production and the using and repairing traces. The objects were closely examined and photographed for documentary purposes. Samples were taken from the finds that were not exposed currently. These samples were analyzed chemically at the laboratories of German Mining Museum Bochum. The lead isotope analyses were carried out at the University of Frankfurt. For the time being, the results have been evaluated and set up for publication. This map of Anatolia shows the most important Bronze Age settlements with rich metal finds and ore deposits with prehistoric mining activities. In the early Bronze Age, regional metal cultures were established. Each of these cultures characterized a close unit in itself, yet they stayed in close contact to each other. Hereby, I want to draw your attention to two regions in the vicinity of the metal ores, the first residence of elites emerge. Among these residences, there are Aslan Tepe and the other sites in eastern Anatolia, or Alajoik, Koros Tepe, Maşatoyik, and İkiz Tepe in the northern part of central Anatolia. Alajoik is one of the most known settlements in the Near East. The site is especially known by the royal tombs with rich funerary gifts. Here you can see the plan of the Hittite city with the position of the early Bronze Age royal tombs. At the diagram on the left side below, you can find the tombs and the depth of them measured from the top of the settlement then. The systematic investigation in Alajoik have started in 1935. The excavation have been going on with some interruption till this day. In spite of this long-lasting research history, there are some open questions. You see the question here. The main aim of the new investigation consists of analyzing the chemical composition of the metal finds and, on one hand, thus the metals and the alloys used for the production can be identified. On the other hand, the amount of the tombs
the exact inventory of them, and the relation between these tomes should be re-evaluated. While the popular sand standards and the finds made from precious metals were scientifically well dealt with, the mostly abundant tools and pottery were disregarded. A further lack at the investigation can be testified to the chronology of the tombs. The tombs were dated to the second half of the third millennium before Christ, sometimes between 2500 and 2300, but most frequently between 2300 and 2100 BC. At that point, there was a demand for the scientific and absolute dates. The dating of all the excavation mostly shows lacks. Yet the new studies make the cultures older than we used to know. We heard that Maikop culture is dated 1,000 years older than we estimated until now. Five new radiocarbon analyses revealed a date between 2850 and 2450 BC. Thus, the recent accepted date for the tombs has to be corrected now. Here, we see the new radiocarbon dating and another date that have been measured in the 1970s. The tombs are on the slope. Consequently, their morphological position does not allow a hint about the chronological correlation with each other. The royal tombs were built rectangular. The height of the side walls reached 1.5 meters. They were covered with wooden beams. The dead persons were put into the tombs on the side. In the tombs, many cult objects, personal properties of the dead persons, probable manorial objects and pottery were found. The wooden beams were covered with earth. On the top of this earth sheet, the heads and the feet of the sacrificed bovine animals were put. Unfortunately, the wooden beams cannot be found. Therefore, we don't have the chance to use for gaining absolute chronological dates. Here is an attempt evaluating the tomb inventories statistically. In six of the tombs, men were buried. In four further tombs, women were inhumated. The others are unknown. As you see, the tombs have to be re-evaluated. This is not an easy undertaking, almost 80 years after the initial excavations, as the skeletons cannot be found either. Some questions about the buried persons will remain open forever. I don't want to commit myself to details and want to present some examples of the investigation results. Here we have some observations on a bull stadium. The semi-quantitative analyses were undertaken by the aid of a portable X-ray fluorescence spectrometer. The statue was made from bronze and decorated with silver with inlay technique. The carrying steel is composed of arsenical copper. It was cast on the statue. In German, Überfangguss. In addition, we can see an old crack on the left side that was repaired at that time.
This well-known deer was not made from electrum, a most wrong station in use, but it was cast from bronze. Yet again, the carrying stilt has another composition. The decoration on the body was made with the inlay technique from silver. The horns are plated with a silver copper alloy. The mount was covered with a thin silver sheet. In tomb A, a piece of tin was found that was wrapped in a cloth piece. On the surface, we can obviously see the imprint of the cloth. This find is probably the oldest tin ingot in Anatolia. This map shows tin sources both in Kayseri, Sarcık, in Cappadocia, and Kestel. You know, in Kestel, tin mining was evident in the early Bronze Age, though this result led to controversies in the Anatolian archaeology. Six human figurines come from the tombs A, L, and H. Here we see the male figurine from the tomb A, originally carrying a bow on the back. This figurine is rather stylistically depicted. It was cast from a silver copper alloy and was gold-plated. Two partly schematized female figurines come from the tomb L. One of them was made from silver, and the other one from bronze. 13 gender attributes of the silver one were plated with gold or respectively with electrum. We have three figurines coming from the tomb H here. They are reproducing two women that are depicted naturalistically. One of the women is outstretching her arms, the other one is carrying a pot with both hands. One of the figurines is made from bronze, and the other one is made from a copper lead tin alloy. Different amounts or percentage can be caused by corrosion. The last naturalistic figurine, probably depicting a child, can be attested to a different typology. Once again, we have the assemblage of these figurines here. On the left hand, you see two figurines from Rostepe and Hasan Oğlan that can be compared with both figurines from the tomb H. A figurine in possession of the Boston Museum comes probably from the tomb L. This figurine is almost identical with the figurine from Alacahöyük. We can postulate a probable development from naturalistic way of the depiction to a stylistic one. We may discuss about these metal figurines during the poster session tomorrow. Up to now, the researchers did not pay attention to a tool group deserves a special interest. This group consists of the drilling tools with or without a knob. Most of these tools are made from bronze, some of them from arsenical copper, which contains lead. These are obviously shoemaker's awls that were used for punching the leather. According to this observation, we may think about the possibility that the buried persons were manufacturers coincidentally. This would be a completely new perception for Alacahöyük. I want to draw your attention to the contemporary leather manufacturing tools here. Here we have some results of the analyses that were carried on the gold and silver
finds from the royal tombs. Gold used in alloy contains silver as a rule, though there are some exceptions. In contrast, finds from silver do not include gold, yet they contain commonly 1 to 20% copper. We know that silver finds from Aslan Tepe, dated to the end of the 4th millennium BC, do also contain copper. We have evaluated the pins separately. We distinguish gold with silver on one side, and on the other side we have silver with copper. We have the same picture also for the jewelry here. Various decoration elements were found in the tombs that were either sewed into the clothes or applied on the wooden objects. And finally, we have gold foils there that form three material groups. Even the small ornaments and beads are partly gilded. The famous vessel that was regarded as poor gold was made from silver indeed and was gilded later on. Here we can see silver at the underground where the vessel was smashed up a little. This next picture here. Many of the gold finds consist of silver in fact. They were plated with a gold foil afterwards. The gold foils are partly very thin. Here you see some examples that were foliated up to 1 micrometer. This is an astonishing craftsmanship performance. At that point, we faced the question, how were they produced? We know that gold was foliated between the papyrus bunches in Egypt. For alloyed, we can suggest leather, as we can postulate that people carried out leather manufacturing there. Therefore, it is likely they used leather bunches to foliate gold between them. Here we see some examples from the medieval and recent times coming from Germany and Myanmar. They show how the leather badges were applied for foliating gold. By that way, we can imagine the same application for alloyed some 5,000 years ago. In the given time, I tried to show you some examples of these results. They have still been evaluating and will be published in detail soon. At the beginning of the project, there were many open questions. After the investigation, I could find answers for some of them, yet some others remain unanswered. Thank you for your attention. Yeah. Vielen Dank. Thank you very much for this wonderful presentation. And I think since the discovery of this most important royal graves in Anatolia in the 30s, there have been studies done by Hans Scharr, who for the first time saw the connection and the importance for the Caucasian relations. And then articles by Winfried Ortmann, yeah. Kurt Bittel, and Aslehan Jenner also, I remember, and others. And it was clear that somebody should re-study the Alajahü graves. And I think Ünsal Yalcin was or is the right person to do this, since he even met as a young boy Hamid Zübel Koshay in Alajahü.
Thank you very much. And I really can we can congratulate you for this project. Thank you very much. Thank you. No questions? Comments? Thank you very much. I'm not sure I understood where the tin was coming from. It's a good question. I don't know. Okay. It's not possible through the isotope? Possible Kestrel, if you... It's just a question. Yeah. But I don't know. Okay. Also ich möchte wissen, ob welche, es ist möglich, etwas sagen über die ursprüngliche Erde der diese Figürchen, ja, drin ist, und eventuell, ich weiß jetzt nicht, ob möglich ist, ob auch die Bleianalyse gemacht ist über diese Objekte. Vorkommen natürlich erst. Ja, es ist schwierig. Wir haben natürlich hier nur semi-quantitative Analysen durchgeführt. Das heißt, damit kann ich keine Provenienzfrage klären. Und es war nur möglich, in einigen Stücken, die nicht ausgestellt sind, Proben zu nehmen. Wir haben dann eben viele Kupferobjekte im Depot beprobt. Und dann die ersten Ergebnisse zeigen, dass die meisten Kupferfunde möglicherweise aus Derektüren stammen könnten. Derektüren liegt etwas nördlich von Alajevik, eine neue prähistorische Bergbauregion, in der ich dann seit 3 Jahren arbeite. Also diese Bleiisotopenanalysen, aber auch Spurenelementanalysen deuten darauf hin, dass die dann das Kupfer oder das meiste von den Kupferobjekten als Herkunft vielleicht Direktüren eben haben. So könnten auch eben das Kupfer für diese Figuren aus Direktüren stammen. Aber es ist noch nicht sicher. You pointed out the very strange copper-silver alloy, which we already analyzed in the Royal Tomb and from Aslantepe. There, we discussed it. It's a very peculiar alloy. Do you have any further ideas? Hast du irgendeine Idee, was mit dieser Legierung ist? Ist das eine künstliche Legierung, ist das von einem natürlichen Erz? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist die Frage, die auch für Aslantepe eben gestellt wurde. Es ist manchmal schwierig, eben eine komplizierte Legierung als gezielt erzeugte Legierung zu bezeichnen, weil viele polymetallische Erze eben in Anatolien anstehen. Wenn man die abbaut und verhüttet, kann es sein, dass es dann eben Kupfer etwas Silber enthält, dass Kupfer etwas sogar Gold enthält und Blei und Arsen und Nickel. Aber wenn ich dann die Analysen hier betrachte, dass das dann Silber etwa 20% Kupfer enthält, bin ich der Meinung, dass es gezielt erzeugte Legierung ist, um die einige vielleicht neue andere Eigenschaften zu geben. Denn die Farbe ändert sich eben leicht, geht von weiß in gelb über. Also wird schon ein bisschen goldig. Vielleicht war das der Grund. Du erinnerst dich ja an die Funde aus Aslantepe, die dann eben auch so gelblich aussehen wie Gold. Also vielleicht wollten sie ja Gold imitieren, wer weiß. Noch eine?
Du hast diese Silberobjekte gezeigt, die mit Goldfolie belegt sind. Kannst du noch mal sagen, wie viele sind das und welche Objektgruppen betrifft das? Das fand ich sehr überraschend. Und, ja, von den Goldobjekten, die wir dann bis jetzt als pures Gold gehalten haben, also kann ich schon sagen, dass etwa 70%, gut 70% aus Silber bestehen und dann später vergoldet wurden. Wir haben ja sehr viele auch diese Goldfolien gefunden in den Gräbern, hunderte Stücke. Und damit haben sie dann eben vergoldet. Das ist ja eine enorme eigentlich Performance, wenn man so sieht. Und aus Silber ist in Anatolien genügend da gewesen und Gold ist immer selten, auch in damaliger Zeit, obwohl wir immer mehr Goldlagerstätten entdecken zurzeit in Anatolien, also ein Dutzend inzwischen. Aber die haben dann bewusst, auch hier in diesen Figuren kann man sehen, und dann, dass es dann eben ein bisschen Gold auf der Oberfläche erhalten geblieben ist. Die wurden ja mit Säure gereinigt, eben nach der Grabung, und dann ist dadurch auch ein Teil weggegangen. Aber es waren ja hier einige noch Ergebnisse bei dem Goldfunden, die ganz deutlich sehen auch, ne, die Armreifen, die dann bis jetzt als Gold galten, man kann ja auch eine verletzte Stellen sehen, hier, wo dann Silber rausguckt. Und auch diese Ohrstöpsel, man kann ja sehen, dass es dann die Überlappung von diesen Goldfolien ganz deutlich zu sehen sind im Bild. Also man muss die dann ein bisschen besser betrachten, dann sieht man das, dass es eindeutig vergoldetes Material ist. Das Silber steht ja auch nicht überall an, also auch das Silber ist doch eigentlich ein seltenes Metall, und das ist, finde ich, absolut überraschend, dass man das Silber dann vergoldet, statt es als Silber wirken zu lassen. Ich meine, man kann dasselbe mit Kupfer machen, ja? Ja gut, aber es gibt ja auch Objekte, die dann sowohl Gold als auch Silber enthalten in einem Stück. Also das war schon eine bewusste Herstellung. Vielleicht auch die Tradition zu dieser Zeit. Also deswegen müssen wir auch das Ganze, also natürlich von der neu auswerten. Ünsal, bleiben wir noch mal beim Gold. Du schlägst vor, dass Blattgold hergestellt worden ist. Das ist enorm früh. Ja. Wir reden von der Mitte des dritten Jahrtausends. Erste Hälfte, ja. Ja. Und du hast, um Blattgold herzustellen, braucht man sehr, sehr reines Gold. Silbergehalte im Gold zerstören Blattgold. Brauchen reines, reines Gold. Wo kommt das her? Ich meine, Seifenlagerstätten und Berggold enthält in der Regel Silber. Ja. Bis zu 30, bis manchmal bis zu 50% sogar. Wo kommt dieses reine, reine Gold her? Ist das behandelt worden? Ist das natürliches Gold? Hast du da irgendeine Idee dazu? Das ist außergewöhnlich. Ja, sehen auch in den Analysen, dass das Gold zwar immer silberhaltig ist, aber es ist nicht so hoch, wie bis jetzt vermutet. Es ist wenig Elektrum, also es ist eigentlich Gold mit etwas Silber immer. Und man sagt immer, dass anatolisches Gold immer silberhaltig sei, aber das ist eine Theorie. Wir haben dann die Goldlagerstätten in Anatolien für die archäologische Forschung noch nicht erfasst. Das ist ein Forschungsdesiderat. Wir haben ja bis jetzt keine Forschungsprojekt darüber durchgeführt. Vielleicht wird die Zukunft zeigen. Also Gold gibt es, man müsste hier, ich könnte die Goldobjekte nicht beproben. Also daher kann ich auch keine Provenienz Fragen hier diskutieren. Nein, ich will nicht regional wissen, sondern in welchem Lagerstättentyp. Wo kommt so reines Gold vor? Wie? Das weiß ich nicht. Also kann ich die Frage noch nicht beantworten.
Also in Georgien gibt es reines Gold erst im ersten Jahrtausend, nicht früher. Ich denke, das ist ein natürliches Gold. In dieser Zeit kann ich eine Raffination des Goldes noch nicht befürworten. Dafür ist die Zeit zu früh. Deswegen ist meine Vermutung, dass es ein natürliches Gold ist. Woher das Gold stammt, das weiß ich nicht. Good morning, Professor. Thank you for your interesting research. I would like to know your opinion about the iron objects. Do you think they could be a problem for the chronology of the tombs, or we are in front of young production, iron production in that area? Thank you. Ja, die Eisenobjekte habe ich extra nicht gezeigt. Es sind zu viele eben geballte Informationen, die ich denn jetzt bekommen habe. Das war nur ein kleiner Teil dessen. Aber ich kann sagen, dass das Eisen eben ein wichtiges Thema bleibt. In Alagöy gibt es inzwischen nicht mehr nur 2-3 Funde. Ich habe jetzt ein Dutzend Eisenfunde in den Depots vorgefunden. Es gibt dann eben diese schöne Nadel mit goldenem Kopf, aber dann der Nadel selbst ist aus Eisen. Es gibt 2 Dolche. Eine ist ja bekannt, dieser weltbekannte Dolch. Es gibt ein zweites eben im Depot, was uns dann nicht so bekannt war. Und Messerreste und andere Objekte aus Eisen. Und die enthalten immer etwas Nickel. Also etwas Nickel ist ein bisschen zu wenig für die Diskussion der Herkunft. Also es gibt natürliche Nickellagerstätten in Anatolien. Es gibt sehr viele Ophiolite in Anatolien, also diese ultramafischen Gesteine, die dann Eisen und Nickel nebeneinander enthalten können, auch hier. Aber ich bin der Meinung, weil Nickelgehalte im Eisen meistens unter 5% liegt, dass es eine irdische Herkunft sein müsste. Also meteoritisches Eisen schließt sich dann aus. Auch hier braucht man Stückproben, um die dann eben unter dem Mikroskop zu untersuchen. Im Gefüge würde man bei dem irdischen Eisen, wenn es durch eine Verhüttung entstanden ist, eben vielleicht noch Schlackenreste beobachten. Das wäre ein wichtiger Indiz für die Herkunft. Aber das kann ich leider noch nicht anbieten. Ja, kann ich auch etwas fragen? Gibt es Überlegungen, ob die anderen Objekte, also wie Karaolam, Machmatal, Horostepe, aus einer Werkstatt kommen können? Ja, neben dem Horostepe gibt es ja diese Kupferlagerstätte Kozlu. Kozlu wurde bekanntlich schon im 4. Jahrtausend abgebaut, Kupferlagerstätte. Werkstätte. Und die Werkstätte, ja, ich nehme an, dass das dann vielleicht Karaolan und Horostepe etwas jünger ist als Alacahöyük. Nach der jetzigen Stand der Datierung scheint so, dass dann Alacahöyük eher dann direkt an der Aslantepe 6b2 anschließt, nach der Chronologie. Und dann Horostepe ist noch nicht neu datiert. Sie wird ja in der Literatur immer noch datiert, zweite Hälfte, drittes Jahrtausend. Wenn das dann stimmen würde, dann wäre der Vergleich hier nicht ganz angebracht. Das ist wieder ein Forschungsdesiderat eben. Last question. Marina. Unsal, first of all, my congratulations for such interesting project you just started. And my question is about the gold items which dated more later period of Alaja, like 2300, yeah. 2100 at that period. So we know that in Caucasus as well and in Near East, at that period we have several goldsmiths workshops, like Ur, beautiful production of Ur in Sumer, we have in Caucasus, we have in Alaja as well. What's your opinion?
Does the, these different workshops provided with one and same gold source, or might be it comes from different sources? So there are at least three big goldsmiths in this area with their workshop, sure. So they should be provided with gold mine from, might be that they come from one and same source. Or what can currently we think about this? There is no workshop in Alajik, in Orotepe. No, I don't mean the workshop. I mean the goldsmith we have in Alaja, 2003 and after in Caucasus in Mesopotamia. My question is, all these goldsmiths were provided with one and same gold source, or they have the different gold sources? We still cannot answer on this question? No, I don't answer this question. Perhaps Andreas are investigated now the gold finds from Ur, but it's not... Give us the possibility to sample. Mm-hmm. To sample or to bring it this is the to problem. A laboratory where you can do it, you can perform Nashpik. Give us the possibility to bring the objects to a laboratory where mass spectrometry with a laser ablation can perform chemical analysis. Maybe there will be a chance to differentiate between several gold sorts. But for to do this, we need a little bit material, or alternatively, to bring the artifacts to a lab. Yes, I understand, but might be you, as a specialist of this field, have some hypothesis in prior. But the hypothesis is the following. After our opinion, the occurrences of gold in Anatolia and in Georgia and in Armenia so far were completely underestimated. During the last 50 years, everybody was looking for copper, of course for tin, for iron. Most of the gold was invisible. Occurs in tiny, tiny, tiny grains. Yeah. So, and this is one point. The second point is instrumental facilities. In 50 years ago, this was difficult. Today, we know also by investigations of ore deposits, modern ore deposits, that gold is ubiquitous in copper deposits. Everywhere you can find gold, not only at Sardis, not only at the Pactolos River, not only in Afghanistan, but almost everywhere a little bit. So the point is we have to look for, especially for gold, to identify the so-called invisible gold, to get an idea where the gold could come from. There are so many localities, so many ore deposits in Anatolia where possible gold sources are. Mm-hmm. Yeah. So it's a question which in future might be answered. Yeah. Ja, aber ich glaube, es gibt einige Anhaltspunkte in den assyrischen Texten. Wir wissen schon, also, dass Anatolien ein Goldland war. Der assyrische Händler kam nach Anatolien fürs Gold. Die haben also nach Anatolien gekommen. Die sind alles belegt in den Texten, in den Kultepe-Texten. Die sind hier nach Anatolien gekommen, Gold zu kaufen, Silber zu kaufen, sogar Kupfer. Die haben sie also nach Assyrischen mitgenommen. Mit den Karawanen, Eselkarawanen. Ne? Was sie nach Anatolien gebracht haben von den assyrischen Zentren, Handelszentren, Tin. Das fehlt in Anatolien überhaupt.
in dieser Zeit. Gold ist aber reichlich vorhanden. Die kommen, die assyrischen Händler kommen nur fürs Gold nach Anatolien. Gold bedeutet zu viel. In dieser Zeit, natürlich nicht in der Frühbronzezeit, aber schon im zweiten Jahrtausend, Gold bedeutet vieles. Als, wenn man Gold als, wenn man Metall als Geld benutzt, Gold hat natürlich so viel Wert. Ne? Deswegen braucht man Gold. Man ist immer nach der Suche nach Gold, auf der Suche nach Gold. Aber woher nach Anatolien? Woher findet man Gold? Das wissen wir nicht. In Izmir, in der Umgebung, wo ich arbeite, gibt es wirklich enorm viele Goldquellen, Goldminen. Jetzt arbeiten wir darüber, wahrscheinlich in Zukunft werden wir auch mit denen zusammenzuarbeiten, dass dieses Gold in der Umgebung von Izmir für Mittelanatolien benutzt wurde oder nicht. Das ist aber wirklich sehr wichtig. Man kommt nach Izmir, nach der Region von Izmir, von Kreta, nur fürs Gold. Auch heute, Sie wissen schon ganz genau, dass diese Minen so wirklich wiederum also von den verschiedenen ausländischen Firmen also benutzt werden. Ne? Mhm. Ja, wir müssen natürlich darüber arbeiten, ob sie in der Zukunft, also in der Historie oder in den antiken Zeiten oder sogar in den prähistorischen Zeiten diese Goldminen benutzt wurden oder nicht. Das muss festgestellt werden. Das werden wir in Zukunft wahrscheinlich zusammen so arbeiten. Gerne, ja. Ja, danke schön.